Tagwelle reißt einfach nicht ab. Jetzt hat der gute Bladesauger Reviews auch einen Tag ins Leben gerufen, der da heißt, das war 2013 die besten und schlechtesten Filme 2013. Und natürlich hat er mich getaggt, sonst könnte er mich ja hier nicht sehen. Logisch. Und da fangen wir am besten gleich an, bevor man sich wieder ins Feiertagsgewühl stürzt. Mit der ersten Frage, kannst du das Jahr 2013 in einer Minute oder weniger zusammenfassen? Ja, vielleicht sogar in einem Satz, denn 2013 war irgendwie nicht mein Filmjahr. Also ich war, da kommt ja später noch eine Frage zu, ich war fast gar nicht im Kino. Ich habe es mir zwar ein paar Mal vorgenommen, aber zeitlich bedingt ging es dann wieder nicht. Und dann hat man es auch wieder vergessen oder hatte mal doch keine Lust. Und auch filmtechnisch, was so geboten wurde, auch von den Blockbustern her, hat mich einfach absolut nichts gereizt, großartig. Wenn, dann habe ich es mir dann doch mal auf Blu-ray einen Film angeschaut und ein paar konnten mich auch überzeugen, haben auch Spaß gemacht, aber ein paar, ja, eben nicht. So viel dazu. Also 2013 war irgendwie einfach nicht so mein Jahr. Hoffe ich, dass 2014 wieder besser wird. Gut, kommen wir zu Frage 2. Was war deiner Meinung nach der beste Film 2013? Das ist schwierig, wenn 2013 schon nicht mein Filmjahr war. Aber wenn ich einen nennen müsste, ich habe es mir auch hier bereitgelegt, dann wäre das, sorry Slane, McGrath, ich werde dich einfach kopieren. Es war auch bei mir Dread. Dread deswegen, weil der Film für ein, ja, für eine Neuinterpretation oder für ein Remake, wenn man so will, des Films mit Sylvester Stallone, der Original Judge Dredd, der konnte mich einfach überzeugen. Er hat Spaß gemacht, er hat Laune gemacht, er war blutig, er war humorvoll auf eine Art, er war actionreich gespickt. Es ist auch wieder ein Film dieser Sorte, ja, Hirn aus und genießen. Aber das hat mich bei diesem Film absolut nicht gestört. Er hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Karl Urban in der Rolle des Dredd, der auch zumindest in diesem Film nicht mal den Helm abnimmt, was ja eigentlich auch sehr nahe an der Comic-Vorlage ist, oder genauso wie im Comic, ich habe die Comics nie gelesen, war perfekt für die Rolle, tolle One-Liner, Action, Geballer, Hirn aus und einfach genießen. Dredd war für mich einer dieser Überraschungen. Ich hoffe, dass Dredd doch noch eine Fortsetzung spendiert bekommt, also viele Fans sind ja gute Hoffnung und haben auch, keine Ahnung, im Internet dazu aufgerufen, so Petitionen oder wie man das nennt, zu unterschreiben und zu machen, dass die Filmemacher doch noch ein Herz haben und einen zweiten Teil raushauen, weil im Kino war er jetzt nicht so erfolgreich, der Erfolg kam dann erst mit den Verkaufszahlen und ihr wisst ja, Geld geil und so weiter. Also ich hoffe mal, dass Dredd einen zweiten Teil spendiert bekommt, würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Kommen wir zu Frage 3. Was war deiner Meinung nach der schlechteste Film? Der schlechteste Film geht bei mir in den Found-Footage-Bereich. Gut, das wird jetzt den einen oder anderen auf jeden Fall gar nicht ansprechen. Mag ja sein, nicht jeder verträgt dieses Wackelkamera-Genre. Ich mag es ja persönlich sehr gern. Und ich hatte eigentlich zwei im Gedächtnis, aber dann war dann doch einer dabei, der noch schlechter war. Und zwar dieser hier. Area 407. Auf dem Cover wird dir vorgegaukelt, oh mein Gott, ein Flugzeugabsturz und Saurier und Action und hast du nicht gesehen, dass ein Cover ja immer einem was vorgaukelt oder auch hinten drauf was draufsteht, ist ja klar, man fällt immer wieder drauf rein oder erhofft sich dann trotzdem das Beste irgendwie, aber bei diesem Film, das war Langeweile pur, er hat so seine, ja, ganz kurzen Momente gehabt, wo man gedacht hat, jetzt. Aber bis man mal, Achtung Spoiler, einen Saurier zu Gesicht kriegt, muss man bis ganz an den Schluss warten. Warten, bis der Film zu Ende ist. Kurz vor den Credits erscheint der Saurier und der auch noch sehr, sehr mies getrickst. Also quasi, man sieht den einen Saurier mal für 2 Sekunden, 3 Sekunden, wenn überhaupt. War eine herbe Enttäuschung für mich, Area 407. Also, ne, habe ich mir mehr darunter vorgestellt und auch erhofft. Aber wie gesagt, Found Footage ist ja eh nicht jedem seins. Ja, dann kommen wir zur Frage 4. Was war für dich die größte Überraschung 2013? Die größte Überraschung für mich war, das wird jetzt vielleicht der ein oder andere auch wieder anders sehen, aber für mich war einfach,
dass der Reanimator endlich vom Index genommen wurde und ihm auch gleich ein schönes Mediabook zuteil werden ließ, was mich sehr gefreut hat. Nächstes Jahr soll ja Bride of Reanimator erscheinen, auch runter vom Index und auch in einem schicken Mediabook. Mit Mediabooks und so ist es ja immer so eine Sache, ist klar, aber das Bild hervorragend umgesetzt, alles Blättereffekte und einfach die Effekte sind vorhanden. Komplett auf Deutsch. Ich habe ja noch die Original Reanimator Box, das sind die brutalen Szenen alle noch auf Englisch mit Untertitel. Aber das war für mich eine große Überraschung, dass dieser Film endlich mal vom Index verschwindet. Gut, wir als Filmfans sagen uns ja sowieso, ja, ist sowieso Schwachsinn, hätte schon länger passieren müssen, aber eine Überraschung für mich persönlich war es auf jeden Fall Reanimator. Gut, machen wir gleich weiter mit der fünften Frage. Was war für mich die größte Enttäuschung 2013? Das ist ganz einfach, das sind zwei Filme, beide im Mediabook erschienen. Und anfangen möchte ich einfach mal mit dem hier, Maniac. Nicht vom Film her, der Film ist klasse, auch nicht von der Aufmachung her, die Aufmachung her ist auch genial. Es geht einfach nur um das Bild der Blu-ray. Das Bild der Blu-ray ist eine absolute Frechheit, finde ich zumindest. Der Film ist düster, er ist dreckig, er ist schmutzig, soll er ja auch sein, aber dann brauche ich den Film nicht auf Blu-ray rausbringen, wenn man mir dann doch schlechte DVD oder VHS-Qualität bietet auf der Blu-ray-CD. Also das hat mich dann schon sehr enttäuscht. Wie gesagt, Film top, gibt's nichts zu sagen, Kult und ist auch klasse, mit geilen Effekten, brauche ja nichts dazu sagen, aber von der Blu-ray-Qualität her war ich sehr, sehr enttäuscht. Und den zweiten ist der hier, Punisher, diesmal ist das Bild hervorragend, er ist uncut, es ist alles so wie es sein soll, wunderbar, aber wurde ja schon oft gezeigt, die Aufmachung hier, dieses Rache einfach noch so lieblos und in innen reingeklatscht. Ja, von Koch Media, ich weiß nicht, was die sich damals dabei gedacht haben, wahrscheinlich gar nichts. Die Aufmachung an sich ist jetzt nicht der Hit. Also ich fand's okay, aber das hat mich dann auch sehr, sehr enttäuscht, dass das hier einfach so reingeklatscht worden ist. Also hat mir absolut nicht gefallen. Schade, vielleicht bringen sie ihn ja nochmal in neuer Flagge raus, weil ich glaube, es haben sich schon ein paar drüber beschwert. Schauen wir mal. Also, The Punisher. Schade, geiler Film, aber VÖ eher Mittelmaß. Gut, kommen wir zu weiteren. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Frage Nummer 6. Was war für dich das coolste Filmzitat 2013? Ja, das ist auch schwierig. Meinst du jetzt von einem Film, der 2013 auch rausgekommen ist, ein Zitat, oder eher ein Film, den ich mir 2013 angeschaut habe, zumindest von einer Veröffentlichung, die rauskam? Also bei mir ist es dann auf jeden Fall auch wieder Dread, weil der Film einfach total cool ist. Also mir gefällt der Film, habe ich ja gerade eben schon gesagt, und auch von den Zitaten, er hat mir eins sehr geil gefallen, gerade die Szene, als zwei so kleine Kids den Dread umnieten wollen und er sich einfach ganz cool umdreht und sagt, wie wollt ihr es, Jungs? Leichensack oder Isohaft? Für mich macht das keinen Unterschied. Also richtig kalt, richtig cool gelöst und auch die Szene danach war dann hervorragend wieder umgesetzt. Also das war für mich eins der coolsten Filmzitate 2013. Wird aber natürlich wieder jeder anders sehen. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und einen anderen Film, den er besser findet oder besseres Filmzitat als das, was ich jetzt gerade genannt habe, aber sei es drum, mir hat es gefallen. Dann kommen wir zu Frage 7. Was war für dich die coolste Filmszene 2013? Das war für mich in Pacific Rim, als dieser Vater mit seinem Kind am Strand entlangläuft und irgendwas sucht und auf einmal taucht da dieser riesen hünenhafte Roboter auf aus dem Meer und schleppt sich gerade noch so irgendwie an den Strand, total beschädigt. Also ziemlich am Arsch, kann man so sagen. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, weil es richtig cool aufgenommen wurde, richtig cool rübergekommen ist. Und das war für mich so eigentlich so, ja, eine der geilsten Filmszenen 2013 für mich von Pacific Rim. Kommen wir zu Frage 8. Wer ist deine Person des Jahres aus dem Filmbereich? Ja, Person des Jahres 2013...
Ich könnte wieder Dredd nennen, weil Karl Urban das einfach klasse gemacht hat, auch wenn es ein, ja, Hirn aus und Genießerfilm ist, aber dann war es doch Elijah Wood im Maniac Remake. Warum? Weil ja, anfangs eben auch ich, muss ich zugeben, diesen Film belächelt hat und gedacht hat, so, oh Gott, ein Remake von Maniac und dann auch noch mit Elijah Wood. Frodo, wie soll der das rüberbringen? Aber im Nachhinein, er hat mich sehr überzeugen können. Also er hat das wirklich genialst rübergebracht. Schlaksig, auch wenn man das meiste aus der Ich-Perspektive sieht im Film. Das ist ja so ein bisschen anders. Der Film wurde ja anders gedreht als das Original, was ich eigentlich auch nicht schlecht fand. Es war zwar anfangs gewöhnungsbedürftig, aber wenn man Elijah Wood sieht, man nimmt ihm den Killer, den Psychopathen total ab. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und da sieht man mal, wie man sich irren kann, wenn man doch Vorurteile hat und sich denkt, ja, das wird ja sowieso nichts. Gut, kommen wir zur Frage 9, die ist eigentlich auch recht schnell beantwortet. Das wird jetzt hier ein bisschen ein ziemlich kurzes Tag-Antwort-Video, habe ich so das Gefühl. Wie oft war ich im Kino 2013? Das war, glaube ich, zwei, dreimal allerhöchstens. Also ich weiß noch, dass ich in Evil Dead war, im Remake. Dann war ich auf Wunsch eines Kumpels, war ich in Kindsköpfe 2. Ja, meine Güte, 0815, Adam Sandler Komödie eben. Ich habe mir sowieso nur angeschaut wegen Kevin James. Ich mag ja den Mann seit King of Queens sehr gerne. Und sonst fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein. Also ich war dieses Jahr wirklich nicht oft. Ich habe es mir oft vorgenommen, das auf jeden Fall. Aber zeitlich kam ich dann irgendwie nicht mehr dazu. Oder ja, war es auch mal die Lust. Oder es war, wie gesagt, 2013 war nicht so wirklich mein Filmjahr, was Kinofilme betrifft. Also wenn, dann kam eher mal ein Geheimtipp raus als VÖ oder dann doch irgendwie etwas, ja, eine, ja, neue VÖ vielleicht, also eine wie sage ich das jetzt? Ich bin noch nicht ganz fit, sorry. Eine Neuveröffentlichung eines Films, den es ja schon länger gab. Und da gibt es ja sowieso noch genügend Filme, die endlich mal überhaupt auf eine VÖ, auf die ich hoffe, dass da endlich mal eine VÖ rauskommt. Und sei es nur auf DVD, es muss ja nicht unbedingt gleich Blu-ray sein, aber zumindest mal auf DVD, aber sei es drum. Das wäre jetzt an der Frage vorbei. Also wie gesagt, vielleicht zwei, drei Mal. Wie gesagt, 2013. Auch dieses ganze Avengers und Gedöns, Superhelden-Gedöns, ist nicht meins. Also ich mag, wenn dann Batman oder auch Spider-Man sehen, aber den Rest auch Man of Steel, den alle voll gehypt haben und dann am Ende war es ja dann doch eher Mittelmaß für die meisten oder für viele zumindest. Nee, war wirklich nicht meins, wo ich jetzt sage, muss ich sehen. Also wie gesagt, war nicht wirklich oft. Ja, dann kommen wir zur Frage 10. Wie viele DVDs und Blu-rays hast du dir 2013 gekauft? Das ist jetzt eine fiese Frage. Es waren einige. Ich hätte vielleicht meine DVD- und Blu-ray-Update-Videos, seit ich angefangen habe, eigentlich mal alle durchschauen müssen nochmals und nachzählen, wie viele Filme ich da vorgestellt habe. Es waren einige. Also, sorry, ich habe jetzt da keine genaue Zahl, ich habe jetzt da nicht mitgezählt und ich habe es mir jetzt auch nicht im Regal rausgesucht, wie viel und was neu war und sowieso und tralala, da waren ja auch noch Serien und pipapo, also es war schon einiges und da war ich vielleicht ein bisschen faul, okay, aber wer es genau wissen möchte oder auch ich könnte es mir mal eigentlich mal anschauen, die Tage, was mich jetzt irgendwie doch auch wieder interessiert, aber es war eine Menge. Einfach die DVD- und Blu-ray-Updates, seit ich den Kanal eröffnet habe, das war ja im Februar, einfach anschauen. Da kann man ja dann mitzählen, wie viel es ungefähr war. Vielleicht mache ich das auch mal irgendwie, einfach nur Interesse halber. Aber es war eine Menge. Es waren wirklich eine Menge. Also, ja. Zu viel vielleicht manchmal. Gut, kommen wir zur Frage 11. Was war für dich die coolste Blu-ray Special Edition 2013? Blu-ray Special Edition jetzt vielleicht nicht. Aber es kam ja mit Blu-ray-Veröffentlichung ans Tageslicht. Und zwar ist es hier die Armee der Finsternis Ultimate Edition als großer Armee der Finsternis-Fan.
Die habe ich ja einzeln auch vorgestellt mal in meinem Video. Ich habe sie mir damals auch vorbestellt und das sind ja DVDs, Blu-rays, alles mit drin. Und das ist für mich eigentlich so die, auch wenn einige wieder sagen, ja, war jetzt nicht so ganz der Hit, aber ich fand sie sehr gelungen, sehr geil. Und ja, also für mich war das nach wie vor dieses Jahr die geilste VÖ, die ich mir zumindest gekauft habe. Es gibt ja noch andere, es gibt ja noch, keine Ahnung, es gibt ja noch eine geile VÖ, die ich nicht besitze. Und zwar ist das VHS 2, was ich ziemlich cool fand mit dieser, ich weiß es nicht, war glaube ich ein Mediabook oder ist ein Mediabook und dann mit Videokassette mit dabei. Also eine richtigen Videokassette, richtig schön oldschool. Habe ich mir jetzt nicht gekauft, also ich habe VHS noch nicht mal in meiner Sammlung, ich habe noch nicht mal gesehen, aber da, also die VÖ, wo vorgestellt wurde oder wo ich mir auch im Internet mal so angeschaut habe, die fand ich dann doch ziemlich geil. Und dann hätten wir noch eine coole VÖ, das ist jetzt kein, ja, keine super duper Special Edition, aber es ist einfach ein Film, der hier gezeigt werden muss. Die Erst-VÖ von Mann beißt Hund im Steelbook. Von Arthouse rausgebracht. Zum Film selber brauche ich nichts sagen. Ist einfach klasse mit kleinem Inlay drin, kleines Booklet. Auch wenn der Film schwarz-weiß ist, so dieses ja, im Dokumentarstil gedreht, also für Freunde des Found Footage auf jeden Fall auch zu empfehlen, auch wenn es eher im Dokumentarstil gedreht worden ist, aber das macht überhaupt nichts aus. Und zu Recht Kult. Aber wie gesagt, es ist jetzt keine super duper Special Edition, aber es ist halt im schönen Steelbook und waren die Erst-VÖ und gehört in jede Sammlung, wie ich finde. Ja, jetzt muss ich mal kurz meinen Spickzettel drehen, dass ich auch alle Fragen beantworte. Ja, die Frage 12 wäre, was ist dein größter VÖ-Wunsch für 2014? Das ist nach wie vor, also erstmal hoffe ich, dass The Twilight Zone, die Originalserie, wie ich in meinem letzten Update vorgestellt habe, dass die weitergeht. Das ist mein größter Wunsch. Bei Cheers, der Sitcom, hat man mich ja gehört. Also da wird jetzt alle drei Monate werden bis zum Ende noch alle Staffeln noch restlich folgen, restlos, Gott sei Dank. Also da bin ich schon mal froh. Aber mein größter VÖ-Wunsch, da werden jetzt vielleicht einige grinsen, einige werden den Film wahrscheinlich gar nicht kennen. Und zwar handelt es sich um den B-Movie, ja, Treasure, sage ich jetzt einfach mal, Siren One. Indem es einfach um so ein U-Boot geht, das das Vorgängermodell irgendwo im Meer suchen soll, da das einfach verschwunden ist und dann tauchen sie irgendwann in so einer Höhle auf, in der irgendwelche komischen Experimente vonstatten gegangen sind und da richtig krude Monster auftauchen und er ist auch ziemlich blutig. Also ich habe den Film noch irgendwo auf VHS rumfahren, von dem ganz alten RTL 2 Logo, damals nachts kam der mal und sogar uncut, also er hat auch ein paar Gore-Szenen mit drin und also ich finde den Film wirklich herrlich, gefällt mir auch sehr gut und da es den Film nach wie vor noch nicht mal auf DVD gibt, nicht mal als Bootleg, sage ich jetzt mal, hoffe ich doch, dass dieser Film endlich mal nächstes Jahr eine würdige VÖ bekommen wird, Siren One, also oder ja, Sirene 1, sage ich jetzt mal auf Deutsch, aber Siren One ist einfach, oder U1, Tauchfahrt des Todes ist der Alternativtitel, der deutsche Titel. Also den würde ich dann auch mal gern hier vorstellen. Also der hat es echt verdient. Ich finde den richtig cool, den Film. Ja, Frage 13. Auf welchen Film freust du dich 2014 am meisten? Und das ist einfach Godzilla. Godzilla, weil der Trailer hat mir richtig Lust auf mehr gemacht. Es ist, ich hoffe, dass er das Niveau einigermaßen halten kann. Viel darunter vorstellen kann man sich jetzt noch nicht. Man sieht die zerstörte Stadt. Man sieht Godzilla so schemenhaft in den Trümmern rumlaufen. Aber die Stadt ist ziemlich heftig zerstört. Man sieht ein paar Soldaten oder eine Spezialeinheit aus dem Flugzeug springen durch so eine Wolke durch. Und, also der Trailer hat von der Atmosphäre her ziemlich vieles gut eingefangen. Ich mache wahnsinnig Lust auf mehr. Ich hoffe wirklich, dass... ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Emmerichs 98er Godzilla ein Totalflop war. Das war er jetzt nicht, auch nicht an den Kinokassen. Ich war ja damals selber im Kino und fand ihn eigentlich recht cool. Nur wenn ich ihn jetzt anschaue, muss ich auch sagen, der Film ist sowas von naiv und gefällt mir nicht mehr so, wie er mir damals gefallen hat. Aber ich denke mal, dass zumindest der neue Godzilla 2014, es ist ja eh wieder ein Jubiläum vom großen Grünen, also
der hätte es echt verdient, wenn man ihm jetzt einen richtig bombastischen Film gönnt. Auch wenn jetzt die Japaner nicht mehr daran beteiligt sind, soweit ich weiß. Ich glaube, es ist ein Ami-Film. Mal schauen, wie es wird. Also freue ich mich wahnsinnig drauf. Und Frage 14, vor welchem Film fürchtest du dich 2014 am meisten? Das ist auch wieder Godzilla. Einfach, weil ich Angst habe, man hat das geilste Video im Trailer gesehen und dann, oder halt einfach, ja, es wird einem das beste, bombastischste vorgegaukelt, was der Film nachher aber nicht bringt und nicht bietet. Und das ist so ein bisschen meine Angst, dass er das Ganze in den Sand setzen. Und ja, wenn es ein bisschen das Niveau von Pacific Rim halten kann, dann könnte es was werden. Also freuen tue ich mich auf jeden Fall drauf, aber ja, die Angst ist dann doch auch da, wo ich dann sage, ja, hoffentlich nicht zu eine derbe Enttäuschung, sage ich jetzt mal. Ja, Frage Nummer 15, welchen Todesfall 2013 bedauerst du am meisten? Ich werde jetzt nicht Paul Walker sagen, klar, es war auch für mich kurz so ein Schock, weil man kannte diesen Mann ja, er war ja jetzt kein unbekannter B-Movie-Darsteller oder sowas und man sagt, was, ja, habe ich mal gehört, aber keine Ahnung, echt ist der tot, ja, mein Güte, vor allem, weil es auch kein, ja, ich sage jetzt einfach mal, ich habe mich jetzt da nicht so mit beschäftigt, aber es war ja ein Unfall, es war ja nichts im Drogenrausch oder irgendwie sowas oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber den werde ich jetzt nicht nennen, klar, es war auch heftig, aber für mich war der größte Schock, war, oder was heißt Schock, war Ray Harryhausen, auch wenn es schon eine Weile her ist, auch wie bei Slay McGrath, ich bin mit diesem Film aufgewachsen, die Effekte göttlich, er ist für mich nach wie vor der Meister der Effekte, der Tricktechnik, also da kann auch wenn CGI geil aussehen kann, aber Stop Motion hat für mich Charme, Stop Motion hat für mich einfach mehr Liebe zum Detail und Rest in Peace Ray, du bist der Meister, also ich verneige mich nach wie vor dir. Ja, und jetzt kommen wir zur vorletzten Frage, Frage Nummer 16, was war dein coolstes Weihnachtsgeschenk 2013? Das war jetzt kein Film, nein, eigentlich hatten ich und meine Frau uns ja gesagt, wir schenken uns nichts, ich habe ja auch nichts gekauft, ja, war ja nicht schlimm, es war ja so abgemacht, aber sie kam dann doch mit dem kleinen Geschenkchen an und hat gesagt, welche über das Jahr auch manchmal so vieles gekauft habe, sei es Filme oder mal was anderes, Blumen oder irgendwas, und dass sie sich auch ein bisschen mal wieder kenntlich zeigen möchte und hat mich auch sehr, sehr gefreut, obwohl ein Film ist ja doch mit dabei, aber das gehört eigentlich so gesehen zueinander, und zwar einmal als riesen Bud Spencer Terence Hill Film Fan hat sie mir eine Doku besorgt, Bud's Best, die geht ungefähr, ja, 53 Minuten, fand ich sehr unterhaltsam. Es geht um sein Leben, da kommt seine Frau zu Wort, alle, Terence Hill kommt zu Wort, alle kommen zu Wort, auch er selbst. Und man sieht auch ein bisschen was er früher gemacht hat. Er hat ja an Olympia teilgenommen, alles mögliche. Also der Mann ist ja wirklich ein Genie, sage ich jetzt einfach mal so, auch wenn das in seinen Filmen nicht so rüberkommt. Aber der Mann hat es ja wirklich drauf gehabt, er hat es immer noch drauf, er ist immer noch tätig. Und für jeden Bud Spencer Film, es ist auch nicht sonderlich teuer gewesen, eine Empfehlung wäre, 53 Minuten einfach mal ein bisschen abschalten und sich mal ein bisschen informieren. Und zu guter Letzt, ich wollte es mir ja schon seit dem Release kaufen, das ist auch schon eine Weile her, es gibt ja mittlerweile schon einen zweiten Teil, ich habe es dann auch nie getan, warum auch immer. Und dann hat sie mir dann doch noch die Bud Spencer Biografie geschenkt, die ich jetzt auch endlich mal anfangen sollte zu lesen, gerade wenn es heute vielleicht wieder ein bisschen schlechter wird oder so, jetzt sieht es auch nicht sonderlich toll aus, oder morgen oder übermorgen, wenn die Feiertage eben vorbei sind, werde ich mich mal damit beschäftigen. Also sehr interessant, ich habe auch mal so ein bisschen durchgeblättert, es sind ein paar Bilder drin, es ist alles sehr interessant und als Bud Spencer Fan, finde ich, gehört auch das neben seinen Filmen in jede Sammlung. Also ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, das ist ein dicker Wälzer. Mittlerweile gibt es ja einen zweiten Teil auch schon seiner Biografie. Das wurde jetzt aber nicht so groß beworben, glaube ich, wie das damals, war ja auch Spiegel-Bestseller auf Platz 1 in Deutschland. Also Wahnsinn, ich bin mal sehr gespannt drauf, hat mich wahnsinnig gefreut. Ja, und was ich sonst noch bekommen habe, ja gut, Geld, Schokolade und das war's dann auch, weil ich bin aus dem Alter raus, ich gehe jetzt auf die 30 zu, dann ist es rum im Teenager-Alter. Nee, aber ja, das war's. Gut, Frage 17, was ist dein Lieblingswitz des Jahres? Ja, Lieblingswitz. Schwierig, also ich habe dieses Jahr keinen wirklich guten gehört und auch wenig Witze gehört.
oder mir erzählt bekommen. Ich kenne jetzt nur einen, der ist jetzt zwar nicht von 2013, aber ich finde ihn ziemlich cool, aber der ist hier ein bisschen zu schlüpfrig und ich weiß nicht, ob man das hier auf YouTube breitreden sollte. Wer weiß, ob nicht die jüngere Generation doch auch dieses Video anklickt und nee, muss nicht sein. Also sorry, da enthalte ich mich dann bei dieser Frage, weil der Witz wäre dann doch ein bisschen zu schlüpfrig und ja, ich bin da lieber vorsichtig, als dass ich nachher Ärger kriege. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Gut, das waren jetzt die 17 Fragen zu PlateSoccer Reviews Tag. Erstmal Dankeschön, dass du mich getaggt hast. Hab mich sehr gefreut. Und jetzt bin ich dran, wieder welche zu taggen. Und einmal tagge ich, den habe ich noch nie getaggt. Und ich habe beide noch nie getaggt. Ich glaube, ich habe beide noch nie getaggt. Ich tagge einmal Andys Kinoblog und einmal den DVD Madness 2010. Ich hoffe, ihr macht mit, falls ihr nicht schon getaggt worden seid. Kann ja auch sein, manchmal geht das ja ein bisschen an einem vorbei, wer jetzt schon getaggt worden ist oder wer nicht. Aber ihr seid von mir getaggt, ihr kriegt auch noch eine Message von mir, falls ihr das Video nicht sehen solltet. Ja, und mir bleibt noch zu sagen, habt schöne Feiertage, erholt euch gut. Und ja, lasst es euch schmecken. Ich kann ja immer nur Bud Spencer zitieren, da lacht das Herz, wenn es was zu fressen gibt. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, ciao.